Hallo Kackbratzen. Ich schaffe das nicht. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ich kann das nicht tun. Ich kann hier nichts ablegen. Ich beuge mich da nicht runter. Ich kann mich da nicht runterbeugen. Wenn es um Videospieladaptionen von Filmen geht, dann gibt es meistens nur eine Regel. Die Beine in die Hand nehmen und so schnell weglaufen wie möglich. Trifft das allerdings auf alle Filmverwurstungen zu? Nicht unbedingt, denn ab und zu gab es sogar Spiele, die gleichauf mit ihrem Filmvorbild waren. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ist der Großteil eben nur großer Schrott. Im Jahr 1995, also vor nun knapp 30 Jahren, kam der französische Steampunk-Film Die Stadt der verlorenen Kinder in die Kinos. Dieses leicht schräge Werk französischer Filmkunst stammte aus der Feder von Jean-Pierre Jeunet und Marc Caro, die nicht nur das Drehbuch schrieben, sondern auch Regie führten. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch an die sehr schwarze Komödie Delikatessen erinnern, sofern euch die beiden Namen nun nichts sagen sollten. Kleine Bube muss aufpassen! Viele Kinder verschwinden, entführt! Jedenfalls hatte man die extrem gute Idee, in Zusammenarbeit mit Psygnosis ein Spiel zum Film zu entwickeln. Ganze 2 Jahre lang dauerten die Arbeiten, bis dann 1997 das gleichnamige Spiel zum Film endlich für den PC und die PS1 veröffentlicht werden konnte. Hat sich aber die lange und schwere Arbeit gelohnt? Nun, das ist jetzt nicht so einfach zu sagen. Die kurze Antwort lautet mit absoluter Sicherheit nein. Falls ihr nun die etwas längere Antwort wissen wollt, müsst ihr leider für ein paar Minuten noch meiner engelsgleichen Stimme lauschen. Eins vorweg. Solltet ihr bis heute noch nicht den Film Die Stadt der verlorenen Kinder gesehen haben, dann kann ich das einerseits verstehen. Auf der anderen Seite werdet ihr aber keinen Furz von einer Idee haben, was im Spiel überhaupt vor sich geht. Ich schaffe das nicht. Hör zu, mach dich dünne oder es geht in den Keller. Wer also jetzt auf die absolut bescheuerte Idee kommen sollte, sich die PS1-Version zu holen, der sollte sich zumindest einmal den Film reingezogen haben, da es im Spiel absolut 0,0 Hintergrundinformationen gibt. Nicht mal im Intro. Nun komm schon her. Wenn überhaupt, dann gibt es im Handbuch eine kurze Zusammenfassung, aber möglicherweise hat man in all den Jahren dieses Stück Papier verloren oder man hat eben nur eine Sicherheitskopie des Spiels. Verdammt und zugenäht! Was geht da wieder vor sich? Wer treibt sich denn da rum? Mal abgesehen davon kann ich ohnehin nur von der PS1-Version abraten. Wenn man sich schon einen masochistischen Trip ins französische Steampunk-Wunderland geben möchte, sollte man sich unbedingt die PC-Version holen. Die Rätsel sind zwar nicht weniger kacke, aber zumindest schmerzen einem die Augen weniger. Die Stadt der verlorenen Kinder spielt in einer düsteren Hafenstadt, in der auf wundersame Weise immer mal wieder Kinder verschwinden. Die Kinder gehen aber nicht mit den Haien baden, sondern werden von einäugigen Mitgliedern eines sehr kultischen Kults entführt, um sie anschließend einem Herrn namens Krank zu verkaufen. Im Gegensatz erhalten die verblendeten Zyklopen ein neues künstliches Auge. Der nicht ganz knusprige Herr Krank betreibt im Meer vor der Stadt eine Art Bohrinsel, auf der er mit seinen Klonbrüdern und dem kleinwüchsigen Fräulein Bismut ein eher seltsames Leben führt. Auf dieser Bohrinsel vegetiert noch ein Typ namens Irwin, allerdings besteht er nur aus einem sehenden und sprechenden Gehirn, das in einem Wassertank lebt. Irwin soll angeblich einen Kontrast zu Krank darstellen. Während das sprechende Gehirn zwar keinen Körper, aber dafür eine Seele hat, haben wir mit Krank einen Spinner mit ohne Seele, aber dafür einen Körper. Krank altert auch rasend schnell, was er darauf zurückführt, dass er nicht träumen kann. So lässt er nun die Kinder der Stadt entführen, um ihnen dank eines grausamen Experiments ihre Träume zu stehlen, um diese dann sich selbst in sein Gehirn zu pflanzen. Allerdings verwandeln sich die Träume der Kinder in ihm in Albträume. Startet man das Spiel, wird man von all dem nichts erfahren. Es gibt zwar wie gesagt ein kleines Intro, das zeigt aber nur, wie die Zyklopen die Kinder der Stadt entführen. Warum? Das weiß kein Schwein, sofern man nicht den Film gesehen hat. Hör zu, mach dich dünne oder es geht in den Keller. Das nächste, was man sieht, ist die Hauptdarstellerin Meat, was im Deutschen so viel wie Krümel bedeutet, wie sie von siamesischen Zwillingen angebrüllt wird. Die Pövre genannten Zwillinge sind anscheinend die Lehrer des Waisenhauses. Allerdings ist mit ihnen nicht gut Kirschen essen, denn wenn man sich nicht schnell genug aus dem Klassenzimmer verpisst, wird man in den Keller eingesperrt. Wir haben dich gewarnt! Du scheinst den muffigen Keller zu mögen! Die siamesischen Zwillinge haben allerdings auch eine Aufgabe für uns. Aus unbekannten Gründen sollen wir die Hütte des Kassierers ausrauben. Aus diesen wenigen Fetzen sollen wir nun also erschließen, dass die kleine Meat ein Waisenkind ist, dass die beiden schrecklichen Damen das Waisenhaus leiten und dass die Zwillinge uns regelmäßig für irgendwelche Raubüberfälle benutzen. Kannst du mir helfen, in die Kassiererhütte einzubrechen? Das Spiel gibt einem nicht den kleinsten Hinweis. Nichts wird erklärt und von Mal zu Mal wird das Spiel auch noch komplizierter. Aber zu den feinen und mundgeklöppelten Rätseln kommen wir noch. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Was zum Geier hat hier Psygnosis nur geritten? Man hat von Grund auf alle Sünden, die man in einem Adventure machen kann, in einen großen Topf geworfen, einmal kräftig umgerührt und das Ergebnis in einer feuchten Ecke vergammeln lassen. Vermutlich lag es aber auch an den völlig überschätzten Jean-Pierre Jeunet und Marc Caro, die bei der Entwicklung ihre Finger im Spiel hatten. Oder vielleicht muss man auch einfach nur Franzose sein, um den französischen Humor und Feingeist zu kapieren. Aber das ist noch lange kein Grund, um ein Spiel zu verkacken. Nun hau endlich ab! Wird's bald! Im Grunde geht es darum, dass man in der Gegend herumwandert, Gegenstände aufsammelt und mit anderen Charakteren spricht. Es gibt da leider nur ein klitzekleines Problem. Das Herumlaufen in der Gegend macht absolut keinen Spaß, mal abgesehen davon, dass man aufpassen muss, nicht mehr als 3-mal gefangen genommen zu werden.
Was? Sie haben noch nicht mal die Tür verschlossen. Die Charaktere haben absolut keinen Bock, sich mit uns zu unterhalten, und es wird einem manchmal auch absolut unmöglich gemacht, die benötigten Gegenstände überhaupt zu finden. Wobei letzteres ein kompletter Graus auf der PS1 ist. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Die ganze Hölle beginnt ja schon in den ersten Sekunden des Spiels. Wie erwähnt, findet man sich in einem Klassenzimmer wieder und der erste Impuls in einem Adventure ist es, die Umgebung zu erkunden, ob es vielleicht etwas Brauchbares gibt. Tatsächlich befindet sich im hinteren Teil des Zimmers ein Sackmurmeln, den man einstecken muss. Allerdings darf man sich nicht alle Zeit der Welt nehmen, da uns die Zwillinge sonst in den Keller sperren. Rein da mit dir und gib Frieden! Im Hof vor der Schule gibt es einen Betrunkenen, der uns aber nicht helfen möchte. Wer jetzt nicht vorher mit den siamesischen Zwillingen gesprochen hat, wird nie erfahren, dass der Trinker den Schlüssel zur Hütte hat, die wir ausrauben müssen. Pelat hat einen Schlüssel! Hau ab und geh ihm auf die Nerven! Insgesamt sind die Dialoge keine wirklichen Gespräche. Man pfeffert uns meist den immer gleichen Satz an den Kopf, wie auch der Fischer, auf den wir später im Spiel treffen. Ruhig, Kind! Du verjagst mir die Fische mit deinem Lärm. Wissen Sie denn nicht, wie ich zu dem Bohrturm kommen kann? Nachdem wir ungefähr dreimal dieselbe Ablehnung erhalten haben, kommt vermutlich kein Mensch auf die Idee, nochmals einen Dialog zu führen. Aber genau das möchte das Spiel im Falle des Fischers. Meine Dose ist ins Wasser gefallen. Ich versuche sie rauszuholen. Das Spiel verlangt von uns, dass wir dem Fischer weiter auf den Sack gehen und das ist komplett irreführend. Aber dieses Stilmittel wird uns leider im kompletten Spiel begleiten. Einige der Interaktionen sind aber nicht nur unsinnig und nicht auf eine gute und lustige Art und Weise, sondern einfach nur kaputt, was eben daran liegt, dass wir absolut null Informationen erhalten. In einer anderen Stelle in der Stadt der verlorenen Kinder müssen wir von einem Flohdresseur eine Uhr stehlen. Weder wird uns gesagt, dass er eine Uhr hat, noch können wir uns mit ihm unterhalten. Wie zum Fick soll man also als Spieler auf die irrsinnige Idee kommen, dass wir von dem Typen die Uhr brauchen? Und um überhaupt an die Uhr zu kommen, ist ein weiteres Ding, das nur aus dem Hirn eines schizophrenen Vollidioten stammen kann. Das Ziel ist es, das Glas mit den Flöhen umzuwerfen, damit diese dann ihren Meister zu Tode beißen. Nein, stecht mich nicht! Ich bin es, euer Maestro! Und das ist noch nicht mal die Spitze des Eisbergs. Noch viel lustiger ist es überhaupt, an die benötigten Gegenstände zu gelangen und wie erwähnt wird das Ganze auf der PS1 eine komplette Ausgeburt der Hölle. Es ist praktisch unmöglich, ein Item im Pixelbrei zu finden. Es gibt nichts, das auf einen Gegenstand hindeuten könnte und so stolpert man vielleicht aus Zufall auf das benötigte Objekt. Oder auch nicht. Im Falle des ersten Auftrags, in dem wir in eine Hütte einbrechen müssen, gilt es erst, den Wächter abzulenken. Hierzu müssen wir aber erst die Lichter des Leuchtturms ausschalten, indem wir mit einer Metallstange einen Kurzschluss erzeugen. Und wo finden wir die Metallstange? Hier? Oder etwa hier? Wer von euch hat ein richtiges Adlerauge? Wer ohne eine Komplettlösung das Spiel beenden möchte, wird vermutlich schon in den ersten 5 Minuten heulend mit einem Nervenzusammenbruch am Boden liegen. Die betreffende Stange wird man mit einem normalen Verstand auch nach Stunden nicht finden, da sie sich quasi unsichtbar auf einer der Kisten am Anfang des Kais befinden. Und das trifft auch auf fast 90% aller wichtigen Objekte zu. Nur mit sehr viel Glück, Zufall oder einer Komplettlösung wird man fündig. Andere Objekte, die man sofort findet, haben meist keinen Nutzen und müllen das Inventar voll, das offensichtlich nur einen begrenzten Platz hat. Ich beuge mich da nicht runter. Ich kann mich da nicht runterbeugen. Ich beuge mich da nicht runter. Ich kann mich da nicht runterbeugen. 3 hours later. Und wenn man auch nicht punktgenau über einem Gegenstand steht, wird man ihn auch nicht aufnehmen können. Ein wenig kann der kleine Indikator helfen, aber bewegt man sich zu schnell, ist auch diese Hilfe für'n Arsch. Apropos arschig, die Steuerung ist dieser spielerischen Vollkatastrophe absolut keine Hilfe. Ähnlich wie in einem Resident Evil wird man seinen polygonalen Charakter mit der Panzersteuerung in einer komplett vorgerenderten Welt durch die Gegend schubsen. Die Welt ist zum Glück nicht groß, womit der Schmerz relativ gering gehalten wird. Aber kommt man auf die Idee zu rennen und dotzt dann mit seiner Spielfigur an irgendeinem Hindernis an, darf man sich erstmal für 3 Sekunden eine dämliche Animation zu Gemüte führen. Dasselbe gilt für Treppen. Bevor man die Stufen nehmen kann, muss sich unsere Miet erstmal richtig ausrichten, um dann die Treppenanimation starten zu können. Das Spiel ist die reinste Folter, sofern man es überhaupt Spiel nennen darf. Die vorgerenderten Grafiken sehen im Prinzip nicht unbedingt schlecht aus, solange man die PC-Version hat. Auf der PS1 kämpft man leider mit einer niedrigen Auflösung, dank der man einen Fliegenschiss nicht von einem Lichtschalter unterscheiden kann. Noch dazu fraß der Scheiß ganze 15 Slots auf der Speicherkarte. Krank und seine schrecklichen Experimente. Wie konnte ich ein solches Monster erschaffen? Was habe ich nur getan? Für die Animationen der Charaktere hat man sogar echte Schauspieler und Motion Capture verwendet. Aber wozu? Man hat hier quasi Perlen vor die Säule geworfen. Denn wenn der Rest schon ein Reinfall ist, machen ein paar fluffige Animationen das Kraut auch nicht mehr fett. Die Zwischensequenzen sehen aber zumindest ganz nett aus. Hör auf zu schreien und ich werde wütend! Ah! Thank you.
Wo das Spiel wenigstens noch etwas punkten kann, ist der Sound. Die Musik erzeugt wenigstens die passende Atmosphäre, aber leider kann das Spiel auch nicht mehr retten. Die Story geht so schön runter wie Moppelkotze und bevor man es bemerkt, ist das Spiel auch schon vorbei. Ohne den Film wird man das Spiel nicht kapieren und kommt man auf die beschissene Idee, nachdem man den Film gesehen hat, das Spiel zu zocken, wird man sich fragen, was zum Fuck man überhaupt die letzte Stunde gemacht hat. Das Spiel Die Stadt der verlorenen Kinder hat fast absolut nichts mit der Story des Films gemein. Man rettet ja noch nicht mal die Kinder. Man erhält zwar am Ende einen kryptischen Abspann, aber wo zum Geier ist eigentlich der Kern des Spiels? Wer nicht alle Tassen im Schrank hat, kann sich gerne Die Stadt der verlorenen Kinder auf seinem PC installieren oder für seine PS1 holen. Das Spiel ist das perfekte Futter für Masochisten, die an einem freien Sonntag gerne mal die Klobrille mit ihrer Zunge säubern wollen. Schon gut, hör zu. Die Zyklopen entführen die Kinder und bringen sie einem Wissenschaftler. Nein, den Reh! Die Stadt der verlorenen Kinder ist so furchtbar schlecht gealtert und dabei war es vor 25 Jahren schon kein gutes Spiel. Es war eine absolute Unverschämtheit. Und man muss schon ein echter Hardcore-Fan von französischer Kunst sein, damit man mit dem Schund überhaupt zurechtkommt. Und das tut mir sowas von leid, denn rein von der Idee her hätte es ein perfektes Adventure mit der perfekt düsteren Atmosphäre sein können. Das Ergebnis war allerdings ein kompletter Reinfall. Ich kann nichts mehr sehen! Niemand sollte sich dieses Spiel holen und es auch nur ansatzweise wagen zu spielen. Ihr könnt euch gerne das beschissene Gameplay-Video hier auf dem Kanal ansehen, aber mehr muss wirklich nicht sein. Außer ihr trinkt gerne Durchfall aus hohen Lederstiefeln, dann kann ich euch dieses Meisterwerk nur wärmstens empfehlen. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.